Lerneinheit 14. Übung 1. Vokale lang oder kurz? Suppe. Puppe. Reisepass. Nass. Schnee. Tee. Bequem. Problem. Gut. Hut. Schlafen. Hafen. Socken. Trocken. Lerneinheit 14, Übung 2. Ein Haar liegt in der Suppe. A. Ein Haar liegt in der Suppe. Sie spielt mit einer Puppe. Der Kellner ist bequem. Das Haar ist ein Problem. Der Kellner will nur schlafen. Ein Boot liegt still im Hafen. Das Haar ist von der Puppe. Es liegt noch in der Suppe. B. Die Jacke ist ganz nass. Und auch mein Reisepass. Schau, alles ist voll Schnee. Macht nichts. Wir kochen Tee. Der Ofen heizt sehr gut. Er trocknet deinen Hut. Die Mützen und die Socken. Sie sind bestimmt bald trocken. Lerneinheit 14, Übung 3. Wölfe und Schafe. Zwei Wölfe liegen auf dem Dach und sieben Schafe toben. Drei Kinder spielen nah am Bach, die Wölfe sind noch oben. So ein Glück, die Wölfe schlafen. Kinder, seht doch auf das Dach. Geht nach Hause mit den Schafen, denn die Wölfe sind bald wach. Unten liegen ein paar Katzen, bequem auf ihren Luftmatratzen. Sie sehen, dass oben Hunde fliegen, die sehen, dass unten Katzen liegen. Die Hunde winken mit den Ohren, laut sind ihre zwei Motoren. Die Katzen winken mit den Füßen, um die Piloten zu begrüßen. Lerneinheit 14, Übung 4. Der Clown fällt auf die Nase. Der Clown fällt auf die Nase, der Ball fällt auf die Vase. Ein Pfarrer mit 8 Haaren kann viel Shampoo sparen. Die Spinne sitzt im Zimmer und spinnt ein Netz, wie immer. Am Morgen steht er schon am Meer, denn Delfine mag er sehr. Gute Nacht, jetzt noch ein Kuss, aber dann ist wirklich Schluss. Das Krokodil liegt ganz still, weil es am Nil schlafen will. Lerneinheit 14, Übung 8. Soll ich die Wohnung nehmen? Hallo Karin. Und? Hast du die Wohnung gesehen? Ja, ich bin eben da gewesen. Aber ich weiß noch nicht. Was kostet die Wohnung denn? Die Miete ist nicht billig. 520 Euro. Tja. Musst du auch einen Makler bezahlen? Nein, die Wohnung ist direkt vom Vermieter. Das ist ja gut. Und Kaution? Musst du Kaution bezahlen? Ja, 2 Monatsmieten. Das ist normal. Wie hoch sind denn die Nebenkosten? 150 Euro für Strom, Gas und so weiter. Aha. Wie alt ist die Wohnung eigentlich? Das Haus ist ziemlich alt, aber der Vermieter hat die Wohnung vor 3 Jahren komplett renoviert. Das ist ja gut. Und wie sieht die Küche aus? Musst du Geräte kaufen? Ja, die Küche ist ganz leer. Ich muss alles kaufen. Oh. Ja, das kostet viel Geld. Und sonst? Gibt es eine U-Bahn-Haltestelle in der Nähe? Nein, aber zur Straßenbahn ist es nicht weit. Ah ja. Wie ist denn die Heizung? Gibt es eine Zentralheizung? Ja, die Heizung ist neu und modern. Und das Bad?
Hat es eine Wanne oder nur eine Dusche? Das Bad ist sehr schön groß. Es hat eine Badewanne und auch eine Dusche. Toll. Was meinst du? Soll ich die Wohnung nehmen? Das musst du wissen. Aber wenn sie dir gefällt? Lerneinheit 14, Übung 9. Probleme mit der Wohnung. Bist du denn zufrieden mit deiner Wohnung? Eigentlich schon. Aber es gibt ein Problem. Die Decke im Bad ist feucht. Feucht? Das ist sehr ungesund. Hast du mit dem Vermieter gesprochen? Ja, ich habe ihn angerufen. Er meint, dass ich das Bad mehr heizen soll. Das hilft bestimmt nicht. Wenn die Decke feucht ist, muss ein Handwerker kommen. Da hast du wahrscheinlich recht. Lerneinheit 15, Übung 1. Ein Diktat. Herr Fischer fährt zu seinem Sohn, um ihm beim Umzug zu helfen. In der Wohnung stehen noch Kisten und ein paar Möbel. Sie fangen an, alles zum Lastwagen zu bringen. Aber dann gibt es ein Problem mit dem Küchenschrank. Er ist höher als 2 Meter und sehr breit. Der Sohn glaubt nicht, dass sie ihn tragen können. Aber sie schaffen es doch. Herr Fischer. Fährt zu seinem Sohn, um ihm beim Umzug zu helfen. Punkt. In der Wohnung stehen noch Kisten und ein paar Möbel. Punkt. Sie fangen an, alles zum Lastwagen zu bringen. Punkt. Aber dann gibt es ein Problem mit dem Küchenschrank. Punkt. Er ist höher als 2 Meter. Und sehr breit. Punkt. Der Sohn glaubt nicht, dass sie ihn tragen können. Punkt. Aber sie schaffen es
Doch. Punkt. Augenzwinkern. Ein Bett, um zu schlafen. Gefällt Ihnen das Bett? Liegen Sie bequem? Oh ja, ich liege sehr bequem. Damit es noch bequemer wird, drücken Sie bitte diesen Knopf. Hier? Ja, das ist der Knopf, um das Kopfende höher zu stellen. Ja, herrlich. Das ist noch besser. Um auch das Fußende anzuheben, müssen Sie nur hier drücken. Wunderbar. Es gibt auch eine Massagefunktion. Ist es gut so? Ich kann es Ihnen auch stärker oder schwächer stellen. Nein, danke. Es ist wundervoll so. Ich lasse Sie kurz alleine, damit Sie das Bett richtig ausprobieren können. Vielen Dank. Habe ich Sie aufgeweckt? Das tut mir leid. Nein, nein, das macht nichts. Ich muss jetzt auch aufstehen. Meine Mittagspause ist gleich zu Ende. Möchten Sie noch ein Bett ausprobieren? Unser Angebot ist groß. Nein, danke. Dieses Bett ist ideal. Und es ist sogar ein Sonderangebot. Es kostet nur 950 Euro. Vielen Dank, aber ich habe nicht vor, das Bett zu kaufen. Nein? Gefällt es Ihnen denn nicht? Doch, doch, das Bett ist herrlich. Ganz ideal für meine Mittagspause. Passen Sie bitte auf, dass es morgen wieder frei ist, ja? Lerneinheit 16, Übung 6. Ein heller Stern. Auf dem Bild ist ein heller Stern. Der helle Stern ist links oben. Oben in der Mitte ist ein rotes Flugzeug. Das rote Flugzeug fliegt hoch. Rechts oben sind weiße Vögel. Die weißen Vögel sitzen auf einer Wolke. Links unten ist ein blaues Haus. Da brennt Licht. Das blaue Haus ist hell. Unten sind schwarze Bäume. Die schwarzen Bäume stehen in der Mitte. Rechts unten ist ein runder Turm. Der runde Turm ist braun. Lerneinheit 17. Übung 3. Was soll ich denn zum Vorstellungsgespräch anziehen? Oh, Sina! Morgen habe ich den Termin bei der Firma. Die haben mich eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Das ist ja prima. Hoffentlich bekommst du die Stelle. Ja, das hoffe ich auch. Aber was soll ich denn bloß anziehen? Was meinst du? Wir finden schon was. Vielleicht ein Rock? Der rote Rock hier steht dir wirklich gut. Ach, ich weiß nicht. Rot? Nein, den nicht. Vielleicht besser einen dunklen. Ja, einen dunklen Rock würde ich gerne tragen. Und dazu eine helle Bluse. Ja, das passt immer. Ach, zieh besser die hellen Jeans an. Was meinst du? Helle Jeans passen auch gut, finde ich. Ja, die hier sind schön, das stimmt. Aber weißt du, im Moment sind sie mir etwas zu eng. Gut, ich verstehe. Wie wäre es dann mit einem Kleid? Du hast doch so viele schöne Kleider. Ein Kleid? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das Blaue hier? Das ist wirklich schön. Ja, schon, aber ziemlich kurz. Das ist zu kurz für ein Vorstellungsgespräch. Vielleicht kannst du das dunkle Kleid hier tragen. Nein, ich weiß nicht. Nein, ein dunkles Kleid möchte ich nicht anziehen. Ich glaube, ich nehme doch den dunklen Rock und die weiße Bluse. Und dann brauche ich noch Schuhe. Nimm doch die flachen hier. Die sind bequem. Ja, bequem sind die schon. Aber die hohen Schuhe sind bestimmt besser. Was denkst du?
die sind zu hoch. Ich finde, das passt nicht zu einem Vorstellungsgespräch. Vielleicht hast du recht. Da ziehe ich vielleicht lieber die weißen an. Oder die schwarzen. Oder, ach, ich habe auch viel zu wenig schöne Schuhe. Warum gehen wir nicht zusammen einkaufen? Dann finden wir bestimmt das richtige Paar Schuhe für dich. Ja, das ist eine gute Idee, Sina. Warte, wir können gleich losgehen. Ich bin gleich fertig. Lerneinheit 18, Übung 1. Meine Handtasche ist weg. Dann erzählen Sie mal ganz in Ruhe. Also, Ihre Handtasche ist weg. Ja, nein, gestohlen. Der Mann hat mir meine Handtasche gestohlen, weggerissen hat er sie. Verstehen Sie? Er hat sie mir einfach aus der Hand gerissen. Einfach so aus der Hand gerissen. Das ist doch... Ja, das habe ich schon verstanden. Jemand hat Ihre Handtasche gestohlen. Nun erzählen Sie mal ganz in Ruhe. Wie ist denn das passiert? Er hatte schwarze Haare und einen Bart. Ja, er hatte einen schwarzen Bart. Es war ein Mann mit einem schwarzen Bart. Er hat mir die Handtasche weggerissen. Und wo ist das passiert? Na, in der U-Bahn am Goetheplatz. Da wollte ich aussteigen. Da steige ich immer aus, weil ich da wohne. Also, ich wollte gerade aussteigen. Da ist es passiert. Da ist dieser Mann gekommen. Wie hat denn dieser Mann ausgesehen? Das habe ich doch schon gesagt. Er hatte einen Bart, einen schwarzen Bart. Und er war klein. Ja, also groß war er nicht. Er war klein. Und was noch? Das weiß ich nicht. Das ist alles so schnell gegangen. Nein, doch. Er hatte eine Brille. Nein, keine richtige Brille. Das war eine Sonnenbrille. Ich konnte seine Augen nicht sehen. Er hatte eine große Sonnenbrille. Also, es war ein kleiner Mann mit einem schwarzen Bart und einer großen Sonnenbrille. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich wollte gerade aussteigen. Da hat er ganz plötzlich neben mir gestanden. Ich habe ihn vorher gar nicht gesehen. Und dann hat er Ihnen die Handtasche weggerissen. Ja, er hat mir die Handtasche weggerissen und dann ist er weggerannt. Was hatten Sie denn in Ihrer Handtasche? Naja, meine Tabletten natürlich und Fotos von meinen Kindern und ein Taschentuch und eine Banane und einen Brief von meiner Tochter und... Kein Geld? Keine Scheckkarte? Nein, ich hatte kein Geld dabei. Ich habe doch nur meine Freundin besucht, da brauche ich doch kein Geld. Auch keine Scheckkarte? Scheckkarte? Ich habe gar keine Scheckkarte. Na, da haben Sie ja noch Glück gehabt. Ja, aber ich will meine Handtasche wieder haben. Natürlich, natürlich. Jetzt müssen wir erst einmal ein Protokoll schreiben. Lerneinheit 18, Übung 3. Ich kenne ihn doch gar nicht. Ja, gut. Also um 3:15. Gut. Dann sehen wir uns heute Abend, ja? Ja, bis dann. Wer hat da gerade angerufen? Mein Kollege aus Berlin. Er hat mir gerade gesagt, dass er früher kommt. Er wollte eigentlich erst um 6 Uhr da sein, aber jetzt hat er einen anderen Zug genommen. Ja, und? Naja, jetzt ist er schon um 3:15 am Bahnhof. Eva... Du musst mir helfen. Was? Wieso? Wo ist das Problem? Ich kann ihn nicht abholen. Ich muss doch ins Büro. Bitte, Eva, du musst das für mich machen. Du musst ihn vom Bahnhof abholen. Was? Ich? Aber ich kenne ihn doch gar nicht. Wie soll ich ihn denn finden? Ach ja, das stimmt ja. Du kennst ihn ja gar nicht. Warte mal. Du findest ihn ganz bestimmt. Er ist ziemlich groß und... Wie groß? Größer als du? Ja. Er ist bestimmt 10 Zentimeter größer als ich. Und was noch? Wie sieht er denn aus? Hat er einen Bart? Trägt er eine Brille? Nein, er hat keinen Bart. Aber
Ja, er hat eine Brille. So eine kleine, schmale Brille. Weißt du, dein Vater hat auch so eine. Ah, ja, das ist gut. Also groß und mit schmaler Brille. Ich finde ihn schon. Ja, das ist bestimmt kein Problem. Du musst nur pünktlich am Bahnhof sein. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Er trägt immer schreckliche Krawatten, ganz bunt. Und jetzt weiß ich, dass du ihn sicher findest. Was ist denn? Hat er vielleicht rote Haare? Nein, er hat schwarze Haare, aber er hat einen Ring im linken Ohr. Was? Einen Ring im Ohr? Wie alt ist der denn? Ich weiß nicht genau. Er ist noch ziemlich jung, glaube ich, aber jetzt muss ich gehen. Bitte vergiss es nicht. Der Zug kommt aus Berlin. Um 3:15 ist er da. Alles klar, ich mach das schon. Lerneinheit 18, Übung 4. Das muss ich unbedingt mitnehmen. Aber Birgit, was willst du denn alles mitnehmen? So viel brauchst du doch nicht. Doch, das brauche ich. Aber das passt doch gar nicht alles in unseren Koffer. Doch. Schau mal hier. Wir haben genug Platz. Was für ein Koffer ist das denn? Den kenne ich ja gar nicht. Der gehört meiner Mutter. Ich habe ihn geliehen, weil er so schön groß ist. Na gut. Wo sind eigentlich meine Hemden? Ich möchte mein weißes und mein blaues Hemd mitnehmen. Das geht nicht. Das ist schmutzig. Welches Hemd ist schmutzig? Das blaue? Nein, das weiße. Ich habe vergessen, es zu waschen. Tut mir leid. Aber das blaue ist hier. Danke. Dann nehme ich noch das gelbe mit. Was meinst du? Soll ich auch eine Krawatte mitnehmen? Ja, natürlich. Wenn wir abends in ein Restaurant gehen, brauchst du eine. Was für eine Krawatte ist besser? Eine helle oder eine dunkle? Nimm eine dunkle mit. Die ist immer richtig. Schau mal, welche Jacke passt besser zu dieser Hose? Die weiße oder die blaue? Die blaue Jacke passt besser, finde ich. Aber du hast doch schon zwei eingepackt. Na ja, die dicke Jacke ist für abends, wenn es kalt ist. Und eine dünne Jacke brauche ich doch auch. Na ja, schon gut. Hör mal, Birgit, mein Schal ist nicht da. Welcher Schal ist nicht da? Welcher Schal? Ich habe doch nur einen. Aber den muss ich unbedingt mitnehmen. Schau mal. Meinst du den grauen? Hier ist er doch. Moment, was machst du denn da? Warum liegt das Handy hier? Na, das will ich mitnehmen. Ich muss doch... Immer hast du dieses blöde Handy dabei. Können wir nicht einmal ohne Telefon sein? Ich will im Urlaub meine Ruhe haben. Und du brauchst auch deine Ruhe. Nein. Das Handy nehme ich mit. Das brauche ich unbedingt. Ich habe meinem Chef gesagt, dass er mich anrufen kann. Was für Ferien sollen das sein, wenn du immer nur an die Arbeit denkst? Keine Angst. Wir haben bestimmt schöne Ferien. Nun schau mal hier. Wir müssen noch... Lerneinheit 18, Übung 6. Das ist ein schrecklicher Typ. Mach mal die Türe zu, bitte. Sonst kann er uns vielleicht hören. Willst du einen Kaffee? Ja, gern. Also, jetzt erzähl doch mal. Also, der Typ ist einfach schrecklich. Alle Frauen im Büro finden ihn toll, weil er so gut aussieht. Aber ich muss mit ihm arbeiten. Ein schrecklicher Typ ist das. Wieso? Was macht er denn? Ach, dauernd macht er blöde Witze. Ja und? Was machst du da? Was soll ich machen? Der merkt einfach nicht, dass ich seine Witze blöd finde. Und überhaupt redet er viel zu viel. Wieso? Was sagt er denn? Meistens redet er über Möbel und Teppiche. Was? War der vorher Möbelverkäufer? Nein. Er ist gerade umgezogen. Er hat eine neue Wohnung. Und jetzt muss er dauernd irgendwelche Sachen kaufen. Ich soll ihm dann Ratschläge geben. Und dazu habe ich natürlich keine Lust. Ja, das verstehe ich. Der Typ geht mir wirklich auf die Nerven, weil er so viel redet. Wie soll ich denn da arbeiten? Kannst du ihm nicht sagen, dass du keine Zeit hast?
Naja, das ist doch unhöflich, oder? Ich weiß nicht. Schließlich musst du ja auch deine Arbeit machen. Und noch was. Das geht mir auf die Nerven. Der Typ trinkt nur Milch. Wenn er morgens ins Büro kommt, hat er 2 Liter Milch dabei. Dann trinkt er erst einmal ein Glas. Vorher fängt er nicht mit der Arbeit an. Das ist doch nicht normal, oder? Trinkt er nie Kaffee? Nein. Kaffee trinkt er nie, nur Milch. Also ich finde das schrecklich. Und dann, also er sieht ja gut aus, aber Geschmack hat er nicht. Weißt du, was für Socken er immer trägt? Weiße. Immer hat er weiße Socken an. Das sieht doch einfach lächerlich aus. Ja, das finde ich auch. Und dann hat er Angst vor dem Chef, glaube ich. Jedenfalls ist er immer sehr nervös, wenn der Chef ins Zimmer kommt. Naja, er ist ja noch neu. Ich war am Anfang auch nervös. Trotzdem, ich finde das blöd. Dabei hat der Chef noch nie bemerkt, dass er morgens meist zu spät kommt. Und warum kommt er zu spät? Ach, da hat er Probleme mit seinem Auto. Dauernd ist irgendwas kaputt. Das geht doch nicht. Ich bin ja auch immer pünktlich. Es tut mir wirklich leid, dass du solche Probleme mit dem Typ hast. Ja, wirklich. Und weißt du was? Heute hat er mich eingeladen. Am Wochenende will er mit mir ins Kino gehen. Und dann will er mir seine neue Wohnung zeigen. Nein, also sowas. Das machst du doch nicht, oder? Naja, schließlich ist er ja mein Kollege. Ja, aber du findest ihn doch so schrecklich. Ja, schon. Aber ich kann doch mal mit ihm ins Kino gehen. Das macht doch nichts. Lerneinheit 19, Übung 1. Ein schlauer Bauer. Fritz ist ein schlauer Bauer. Er steigt auf eine Mauer. Da merkt der schlaue Bauer, die Äpfel sind noch sauer. Fritz ist ein lieber Vater und Kurt ein schwarzer Kater. Der liebe Fritz sucht Kurt im Keller. Der schwarze Kater ist viel schneller. Lerneinheit 19, Übung 2. Eine hübsche, kleine, weiche Puppe. Eine hübsche, kleine, weiche Puppe ist eine gute, heiße, scharfe Suppe. Eine dicke, warme, rote Mütze fliegt in eine tiefe, kalte, nasse Pfütze. Eine große, schwere, schwarze Tasche liebt eine kleine, leichte, rote Flasche. Lerneinheit 19, Übung 3. Beim Pferderennen. Siehst du die Frau da drüben? Die kenne ich. Wen meinst du? Die Frau mit dem großen Hut und der grünen Jacke. Meinst du die mit dem gelben Schirm in der Hand? Ja, die meine ich. Komm, lass uns mal zu ihr gehen. Lerneinheit 19, Übung 4. Der große nasse Fisch. Ist er denn auch frisch, der große nasse Fisch? Ein großer nasser Fisch ist doch immer frisch. Macht sie sehr viel Durst, die lange scharfe Wurst? Eine lange scharfe Wurst macht doch immer Durst. War es heute brav, das kleine weiße Schaf? Ein kleines weißes Schaf ist doch immer brav. Lerneinheit 20, Übung 1. Ein Diktat.
Eine junge Frau steht an der Straße. Sie trägt einen weißen Mantel, ein weißes Kleid und weiße Schuhe. Plötzlich kommt ein schwarzer Wagen um die Ecke. Er fährt durch eine große Pfütze. Doch sie lacht nur und öffnet schnell ihren roten Regenschirm. Eine junge Frau. Steht an der Straße. Punkt. Sie trägt einen weißen Mantel, Komma, ein weißes Kleid und weiße Schuhe. Punkt. Plötzlich kommt ein schwarzer Wagen. Um die Ecke. Punkt. Er fährt durch eine große Pfütze. Punkt. Doch sie lacht nur. Und öffnet schnell ihren roten Regenschirm. Punkt. Lerneinheit 20, Übung 5. Ich habe das ideale Haus gefunden. Martin Bergmann? Hallo Liebling, du, ich komme gerade vom Makler. Ich glaube, ich habe das ideale Haus für uns gefunden. Ist ja toll. Erzähl mal. Also, es liegt direkt am See. Genau das haben wir ja gesucht. Ja, es gibt nur einen kleinen Fußweg zwischen dem See und dem Haus. Also es liegt wirklich sehr ruhig. Wenn man aus dem Haus geht, muss man nur ein paar Schritte machen und man ist schon am Wasser. Herrlich, davon habe ich immer geträumt. Aber ist es denn auch groß genug? Klar, es hat 5 Zimmer. Das heißt, jedes Kind hat einen eigenen Raum und du kriegst ein großes, helles Arbeitszimmer. Aha. Ja, im Dachgeschoss. Ach. Keine Angst, im Dach sind 4 Fenster. Na gut, mal sehen. Erzähl weiter. Also, es gibt einen großen Balkon, da hat man einen herrlichen Blick auf den See. Und der Garten liegt fast den ganzen Tag in der Sonne. Davor ist ein weißes Tor aus Holz. Das sieht sehr hübsch aus. Und der Hauseingang? Der Eingang ist ungefähr 10 Meter hinter dem Tor. So, jetzt kommt das Tollste. Wie das Tollste? Ja, neben dem Eingang steht ein Turm. Was? Ein Turm? Ja, ein Turm. Nicht sehr groß, aber er sieht einfach fantastisch aus. Und darin ist ein gemütliches Turmzimmer. Ist ja toll, ein Turm. Sag mal,
Gibt es denn eigentlich keine Garage? Doch, natürlich. Die ist hinter dem Haus an der Straße. Straße? Ist da viel Verkehr? Nein, von der Straße hören wir nichts. Und neben der Garage ist gleich eine Bushaltestelle. Das ist sehr wichtig für die Kinder. Sie müssen ja zur Schule kommen. Ich glaube, du hast wirklich das ideale Haus gefunden. Wann können wir es denn zusammen ansehen? Gleich heute Abend, wenn du möchtest. Es gibt nur ein kleines Problem. Ja? Naja, die Miete, also die ist ziemlich hoch. Aber der Makler sagt, man kann vielleicht mit dem Vermieter... Augenzwinkern. Reine Geschmackssache. Mama, was ist denn los? Warum hast du diesen doofen Hut auf? Ich war gerade bei einem neuen Friseur. Ja und? Eine Katastrophe. Was ist denn passiert? Er sollte mir braune Haare mit blonden Strähnchen machen. Na und? Du hast doch immer dunkle Haare und helle Strähnchen. Ja, aber er hat die falschen Farben genommen. Jetzt habe ich rote Haare mit grünen Strähnchen. Ach ja? Konnte der Friseur die Farben denn nicht mehr ändern? Nein, so schnell geht das nicht. Das macht die Haare kaputt. Dann wartest du eben noch ein bisschen. Ja, ein paar Tage muss ich mindestens warten. Und wie lange willst du den schrecklichen Hut tragen? Setz ihn doch bitte endlich ab. Lieber nicht. Ich möchte nicht, dass mich jemand so sieht. So ein Quatsch. Es ist doch niemand da. Na gut. Und? Was sagst du? Nicht zu glauben, das ist ja extrem. Ja, total extrem. Ich sehe aus wie ein Papagei. Genau, die grünen Strähnchen sind der Hit, Mama. Bitte, bitte, darf ich auch zu diesem tollen Friseur gehen? Lerneinheit 21, Übung 5. Wie war Ihr Arbeitstag? Na, wie war Ihr Arbeitstag? Ganz okay. Nur heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich ein Problem mit meinem Wagen. Erst vor einer Woche war ich in der Werkstatt. Und heute Morgen wollte er an der Ampel einfach nicht mehr starten. Oh je, was haben Sie da gemacht? Naja, ich habe die Werkstatt angerufen und bin mit dem Bus weitergefahren. Zum Glück war ich pünktlich im Büro. Ja, ich komme auch nicht gern zu spät. Und dann war es erstmal sehr nett. Die Sekretärin hatte Geburtstag. Und das haben wir gefeiert. Sie hat einen großen Blumenstrauß bekommen. Über den Blumenstrauß hat sie sich sehr gefreut. Später musste ich dann ein bisschen arbeiten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag auf einen wichtigen Termin vorbereitet. Und, wie war der Tag bei Ihnen? Eigentlich ganz normal. In der Post war eine Bewerbung. Ein Abiturient hat sich um eine Lehrstelle beworben. Den habe ich für nächste Woche eingeladen. Dann habe ich E-Mails beantwortet. Eine Firma hat sich nach einer Bestellung erkundigt, deshalb musste ich zu einer Filiale fahren. Und der Nachmittag war ruhig. Da habe ich nur mit Kunden telefoniert. Der Praktikant hat sich um die Rechnungen gekümmert. Schön. Ein Tag ohne Stress, also. Ja, ganz angenehm. Und bei Ihnen auch, Frau Heilmann, hoffe ich. Naja, am Anfang nicht. Da hat sich eine Kundin über eine falsche Lieferung beschwert. Aber schließlich konnte ich das Problem lösen. Am Mittag haben die Kollegen sich über Fußball unterhalten. Das tun sie immer nach dem Wochenende. Oje, und dann haben sie mich nach meiner Meinung gefragt. Ich interessiere mich doch nicht für Sportsendungen. Das habe ich noch nie. Jedenfalls wissen sie jetzt, dass ich keine Ahnung habe. Da kommt mein Bus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Ja, Ihnen auch. Ja, danke, ebenfalls. Bis morgen. Lerneinheit 22, Übung 1. Ich bin dabei, unser Treffen zu organisieren. Hallo, Sandra Wacker hier? Ja, hallo, hier ist Birgit. Grüß dich, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir auch, danke. Du, ich bin gerade dabei, alles zu organisieren für unser Abiturtreffen. Leider fehlen mir ein paar Telefonnummern und Adressen. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ja, gern. Was möchtest du denn wissen? Ich brauche zum Beispiel die Nummer von Alexander Schöller.
Hast du die? Warte, ich glaube ja. Ich habe sie mal im Adressbuch aufgeschrieben. Aber wo? Ja, ist es jetzt? Moment. Alexander. Ha, ich erinnere mich noch gut an ihn. Der war wirklich intelligent. Er hat so ein tolles Abitur gemacht. Also der Alexander, der ist nicht mehr in Hannover, so viel ich weiß. Ich glaube, er ist nach dem Abitur nach Mannheim gegangen, um zu studieren. Und was hat er denn studiert? Wirtschaft an der Uni Mannheim. Und nach dem Abschluss? Jemand hat mir erzählt, dass Alex dann bei einer Krankenkasse gearbeitet hat, aber die Stelle war befristet. Danach hat er die Firma seines Vaters übernommen und dann hat er geheiratet. Was? Alexander? Geheiratet? Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, er hat geheiratet. Und zwar Carmen. Die kennst du doch bestimmt auch noch. Carmen? Ja, sicher. Interessant. Wohnen sie im Haus seiner Eltern? Nein, er hat das Haus der Großeltern bekommen. Bei Ludwigshafen, glaube ich. Ach, warte. Endlich! Hier habe ich seine Telefonnummer. 4235876. Die Vorwahl ist die von Ludwigshafen. Danke, Sandra. Vielleicht kannst du mir nochmal weiterhelfen. Ich brauche noch die Nummer unseres Deutschlehrers. Den möchte ich auch gerne einladen. Oh, die habe ich nicht. Aber vielleicht Aline. Ihre Telefonnummer weißt du ja. Gut, dann versuche ich es mal bei ihr. Und vielen Dank, Sandra. Du bekommst dann bald eine schriftliche Einladung per E-Mail. Unser Treffen ist am 5. Mai. Ich hoffe, du kannst da. Ja, sicher. Termin ist notiert. Ich freue mich. Tschüss und schönen Abend noch, Birgit. Danke. Für dich auch. Tschüss. Lerneinheit 23, Übung 1. Schule in Deutschland. Meine Damen und Herren, unser Thema heute: Wie unterscheiden sich die Schulsysteme in den Ländern Europas? Bevor wir mit der Diskussion anfangen, zuerst ein paar Informationen. Beginnen wir mit dem Schulsystem in Deutschland. Natürlich dürfen alle Gäste dazu Fragen stellen. Bitte, Herr Sassnitz, Sie können uns etwas dazu sagen. Also, in Deutschland beginnt die Schule mit 6 Jahren. Das heißt, alle Kinder müssen mit 6 Jahren die Grundschule besuchen. Verzeihung, eine Frage. Müssen die Kinder in Deutschland keine Vorschule besuchen? Nein. Eine Vorschule, wie Sie es meinen, gibt es in Deutschland gar nicht. Es gibt aber Kindergärten für die kleinen Kinder. Viele Kinder besuchen vom 3. bis zum 6. Lebensjahr einen Kindergarten, aber das müssen sie nicht. Die Schulpflicht beginnt erst mit 6 Jahren. Also, die Grundschule dauert 4 Jahre. Das ist für alle Kinder gleich. Danach kann man zwischen 3 Sekundarschulen wählen. Es gibt die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. Ach, Verzeihung. Und wie unterscheiden sich die Sekundarschulen? Die Sekundarschulen unterscheiden sich in der Länge des Schulbesuchs und im Abschlusszeugnis. Die Hauptschule dauert 5 Jahre. Die Schüler verlassen die Schule also nach der 9. Klasse. Danach beginnen die meisten eine Lehre für einen praktischen Beruf. Und noch eine Frage bitte. Können die jungen Leute nach der Hauptschule jeden Beruf lernen? Nein, nicht jeden Beruf. Viele Firmen verlangen heute von ihren Lehrlingen einen Realschulabschluss oder sogar das Abitur. Die Realschule dauert 6 Jahre und das Gymnasium 8. Die Schüler der Realschule bekommen nach der 10. Klasse ein Abschlusszeugnis. Die Schüler der Gymnasien schließen nach der 12. Klasse mit dem Abitur ab. Danach können Sie ein Studium an einer Universität oder Hochschule beginnen. Entschuldigen Sie, noch eine Frage. Können die Realschüler nach dem Abschluss noch ein Gymnasium besuchen, um das Abitur zu machen? Ja, das ist möglich. Aber nur, wenn sie sehr gute Noten haben. Es ist allerdings sehr schwierig und deshalb machen es auch nur wenige. Aber möglich ist es. Noch eine Frage bitte. Sie haben gesagt, dass die Schüler nach dem Abitur studieren können. Sie können also direkt nach dem Abitur mit dem Studium beginnen? Also Sie können sofort eine Universität oder eine Hochschule besuchen? Ja, und die meisten Abiturienten machen das auch. Aber nicht alle.
Einige machen auch eine Lehre oder eine andere Ausbildung. Vielen Dank, Herr Sassnitz. Gibt es noch Fragen? Dann können wir jetzt über die Schulsysteme in den anderen. Lerneinheit 23, Übung 3. Klasse 10b vor dem Realschulabschluss. A. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Reihe Jugend und Beruf fragen wir Schulabgänger nach ihren Plänen für die Zukunft. Heute besuchen wir die Klasse 10b der ULAND-Realschule. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Ende des Schuljahres. Was machen die Jungen und Mädchen nach dem Realschulabschluss? Das möchten wir gerne wissen. Vor der Sendung haben wir uns schon mit einigen bekannt gemacht. B. Hier haben wir Kira. Sie ist 15 Jahre alt. Was willst du machen, wenn du deinen Realschulabschluss hast, Kira? Ich habe mich schon um eine Lehrstelle als Friseurin beworben. Im August fange ich an. Das ist ja toll. Hattest du gar keine Probleme, etwas zu finden? Doch, doch. Ich habe 10 Bewerbungen geschrieben und nur Absagen bekommen. Erst am Schluss hat es geklappt. Das ist ein ziemlich großer Salon in der Stadtmitte. Ich habe mich sehr über die Zusage gefreut, weil das ein sehr moderner Laden ist. Friseurin, ist das dein Traumberuf? Oder warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? Ja, ja, das ist schon mein Traumberuf. Man kann so viel machen mit den Haaren. Da kann man kreativ sein. Und man ist immer mit Leuten zusammen. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ja, das ist wichtig in diesem Beruf. Und welche Pläne hast du für die Zukunft? Willst du dich als Friseurin einmal selbstständig machen? Willst du deinen eigenen Salon haben? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte später Zeit für meine Familie haben. Ich will Kinder, mindestens 2 oder 3. Wenn ich Kinder habe, arbeite ich nur noch halbtags. Das sind ja schon sehr genaue Vorstellungen. Ich wünsche dir viel Glück für deine Zukunft, Kira. Vielen Dank. C. Und du heißt Ralf, oder? Nein, ich heiße Ulf. Entschuldige bitte, Ulf. Sag mal, freust du dich auf das Ende der Schulzeit oder möchtest du lieber weiter zur Schule gehen? Oh nee, ich freue mich, dass das bald vorbei ist. Keine Schule mehr, keine Lehrer mehr sehen, das ist okay. Welche Pläne hast du denn für die Zukunft? Ich möchte zur Polizei gehen. Mein Vater ist auch Polizist. Das ist ein interessanter Beruf. Aber kann man bei der Polizei denn schon mit 16 Jahren anfangen? Muss man da nicht älter sein? Nein, man kann nach der Schule eine Ausbildung bei der Polizei machen. Aber mein Vater sagt, ich soll zuerst eine Lehre machen. Das ist besser. Und welche Lehre willst du machen? Eigentlich Automechaniker. Ich habe mich auch schon um eine Lehrstelle bemüht, aber es ist schwierig. Es gibt so wenig Stellen. Wenn es nicht klappt, lerne ich etwas anderes. Dann wünsche ich dir viel Glück, Ulf. D. Lisa, ich möchte dich auch noch fragen. Welche Pläne hast du denn nach dem Realschulabschluss? Ich gehe noch 2 Jahre aufs Gymnasium, um Abitur zu machen. Vielleicht studiere ich danach, aber das weiß ich noch nicht. Dann hast du wohl sehr gute Noten. Ja, meine Noten sind gut. Aber eigentlich wollte ich gar nicht weiter zur Schule gehen. Was wolltest du denn machen? Ich wollte eine Ausbildung als Fotografin machen. Ich habe so viele Bewerbungen geschrieben und auch Fotos mitgeschickt. Aber niemand hat mir eine Chance gegeben. Na, das ist ja wirklich schade. Ja. Über die meisten Antworten habe ich mich sehr geärgert. Ich glaube, die haben meine Bewerbung noch nicht einmal richtig gelesen. Naja, du kannst ja erst einmal Abitur machen und danach versuchst du es noch einmal. Naja, ich weiß noch nicht. Ich wünsche dir viel Glück, Lisa. Lerneinheit 23, Übung 4. Helga Schneider, 27, Kellnerin. Ach, entschuldigen Sie bitte.
Ich habe gesehen, dass Sie eben aus dem Restaurant gekommen sind. Arbeiten Sie da? Warum wollen Sie das wissen? Entschuldigung, das habe ich Ihnen ja gar nicht gesagt. Ich mache Interviews mit Frauen über ihren Beruf. Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Na gut, bitte. Also, arbeiten Sie in dem Restaurant? Ja, ich bin dort Kellnerin. Und wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit? Sind Sie zufrieden? Na ja, also, was soll ich sagen? Also, so ganz zufrieden bin ich nicht. Im Moment muss ich zum Beispiel oft in der Küche mithelfen. Dazu habe ich gar keine Lust, aber ich muss. Die Arbeiten in der Küche interessieren mich nicht. Ich koche nicht gern, auch zu Hause nicht. Aber Sie sind doch Kellnerin. Warum müssen Sie denn in der Küche arbeiten? Das muss ich immer, wenn dort jemand krank ist. Ach, es sind einfach zu wenig Leute für die Küche da. Ich ärgere mich immer darüber. Aber am liebsten möchte ich sowieso die Stelle wechseln. Vor allem deshalb, weil mir der Geschäftsführer auf die Nerven geht. Wieso? Was macht er denn? Na, er lässt mich nicht in Ruhe, wissen Sie? Eigentlich ist er ganz nett, aber er interessiert sich zu sehr für mich. Er will mich immer einladen. Das mag ich nicht. Ich bin doch verheiratet. Außerdem bin ich auch so nicht zufrieden. Ich verdiene viel zu wenig. Es gibt kaum noch Trinkgeld. Die Gäste geben immer weniger Trinkgeld. Eigentlich haben sie mir versprochen, dass ich mehr Geld bekomme. Aber ich warte schon seit einem Jahr darauf. Ich möchte endlich mehr Gehalt haben. Tja, das ist immer ein Problem, das Geld. Ja, ja. Es ist ja auch alles so teuer. Ach, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ist es schon 5 Uhr? Ich warte auf meinen Mann, wissen Sie. Mein Mann will mich hier mit dem Auto abholen. Es ist 5:10. Sicher kommt Ihr Mann gleich. Holt Ihr Mann Sie eigentlich immer von der Arbeit ab? Nein, meistens nehme ich den Bus. Ich habe nämlich noch keinen Führerschein. Aber demnächst kann ich auch mit dem Auto fahren. In 4 Wochen, da mache ich nämlich die Führerscheinprüfung. Darauf bereite ich mich gerade vor. Na dann, viel Glück und vielen Dank für das Interview. Lerneinheit 23, Übung 5. Martina Harms, 28, Fernfahrerin. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie Zeit für ein kurzes Interview? Naja, wenn es nicht so lange dauert. Nein, nein, es dauert bestimmt nicht lange. Es geht um Ihren Beruf. Ist das Ihr Lastwagen? Ich fahre ihn, aber leider gehört er nicht mir. Aber er gehört zu meinem Beruf. Ich bin Fernfahrerin. Toll, das ist ja sehr interessant. In welche Länder fahren Sie denn? Ich bin in ganz Europa unterwegs. Das ist sehr anstrengend, weil ich nie genug schlafen kann. Außerdem muss ich auch oft meine privaten Termine aufgeben, wenn der Chef mir einen neuen Auftrag gibt. Zum Beispiel habe ich morgen eigentlich ein Tennisspiel. Daran kann ich aber leider nicht teilnehmen, weil ich fahren muss. Das finde ich sehr schade. Aber am nächsten Wochenende habe ich frei. Darauf freue ich mich schon. Da bleibe ich mal 2 Tage lang im Bett. Naja, eigentlich ist Ihr Beruf ja immer noch ein Männerberuf. Wie klappt das mit Ihren Kollegen? Naja, die sind sehr verschieden. Die meisten sind nett, aber mit einigen Kollegen habe ich Probleme. Die wollen keine Frauen in ihrem Beruf haben und reden schlecht über mich. Manchmal ist das richtig schlimm. Wieso? Was reden die denn? Ach, nur dummes Zeug. Dass Frauen gar keinen Lastwagen fahren können und dass ich Fehler mache. Das ist alles Unsinn, aber ich rege mich sehr darüber auf. Warum lassen die mich nicht in Ruhe meine Arbeit machen? Zum Glück hat mein Freund viel Verständnis für meine Arbeit. Mit ihm kann ich über alles sprechen. Probleme mit den Kollegen gibt es in jedem Beruf. Lassen Sie die doch reden. Die Hauptsache ist doch, dass Sie Spaß an Ihrer Arbeit haben. Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß sowieso nicht, wie lange ich noch in diesem Beruf bleiben kann. Ich muss mich um meine kranke Mutter kümmern. Sie kann nicht gut laufen und braucht viel Hilfe, wissen Sie? Wenn das so bleibt, dann brauche ich mehr Zeit für meine Mutter. Dann muss ich meine Stelle aufgeben
Und davor habe ich Angst. Ich weiß einfach nicht, was ich dann machen soll. Ich muss mir dann wohl eine Stelle als Taxifahrerin suchen. Vielleicht geht es Ihrer Mutter bald wieder besser. Das wünsche ich Ihnen. Und vielen Dank für das Interview. Lerneinheit 23, Übung 7. Vielleicht bekomme ich diese Chance nie wieder. Jan, hallo. Hör mal, ich muss dir was erzählen. Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, ich hatte ein Gespräch mit meinem Chef. Stell dir vor, ich soll eine neue Filiale in Hamburg leiten. Oh, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch, aber du wolltest doch zu mir nach Berlin kommen. Ich weiß, aber eine Filiale leiten, das ist mein Traum. Vielleicht bekomme ich diese Chance nie wieder. Das verstehe ich ja, aber wir wollten doch endlich eine gemeinsame Wohnung haben. Und ich kann von Berlin nicht weggehen. Du weißt doch, dass das jetzt nicht geht. Hast du denn schon einen Vertrag unterschrieben? Nein, natürlich nicht. Ich wollte erst mit dir reden. Wie sind denn die Arbeitszeiten und der Verdienst? Das Gehalt ist super. 900 Euro mehr im Monat. Und die Arbeitszeiten kannst du dir ja vorstellen. Jeden Tag bis zum Geschäftsschluss. Auch samstags? Dann können wir uns ja nur noch am Sonntag sehen. Ja. Und im Urlaub natürlich. Du hast dich also schon entschieden? Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich glaube, ich möchte das Angebot gern annehmen. Sarah, denk doch mal nach. In Berlin gibt es auch gute Stellen und da können wir jeden Tag zusammen sein. Ich habe in den letzten Wochen schon nach einer Wohnung für uns gesucht. Ja, ich weiß, es tut mir ja auch leid. Wann musst du dich denn entscheiden? Sehr bald. Der Chef kann nicht warten. Ich muss den Vertrag schnell unterschreiben, wenn ich die Stelle haben will. Bitte, Sarah, denk doch noch mal nach. Denk auch an uns. Ja, natürlich denke ich auch an uns. Aber es ist einfach so eine tolle Chance. Ich weiß ja auch nicht. Jan, ich überlege es mir noch und dann rufe ich dich wieder an. Lerneinheit 24, Übung 1. Der Enkel singt, der Junge winkt. Die Tante singt, der Onkel springt. Der Junge trinkt, der Enkel winkt. Die Tante springt, der Onkel singt. Der Junge winkt, der Enkel trinkt. Die Tante winkt, der Onkel trinkt. Der Junge singt, der Enkel springt. Die Tante singt, der Onkel singt. Die Sonne singt, der Enkel winkt. Lerneinheit 24, Übung 2. Er winkt langsam. Er steht am Eingang und winkt langsam. Sie denkt an die Einladung, denn sie braucht noch ein Geschenk. Die lange Schlange liegt im Schrank und ihre Augen funkeln. Der Junge ist krank. Deshalb hat er keinen Hunger. Sie machen die Vorhänge zu und fangen an zu tanzen. Sie hat angefangen, am Fluss zu angeln. Lerneinheit 24, Übung 3. Der Wagen Ihres Vaters. Der Wagen Ihres Vaters ist schnell. Die Hose Ihres Bruders ist hell. Die Pferde Ihrer Tante sind grau. Das Mofa Ihres Freundes ist blau.
Die Pizza seiner Schwester ist heiß. Die Hüte seines Onkels sind weiß. Die Haare seiner Mutter sind rot. Die Freundin seines Bruders fährt Boot. Lerneinheit 24, Übung 4. Er sitzt auf dem Boden des Bootes. Er sitzt auf dem Boden des Bootes und isst den Rest seines Brotes. Sie steigt vom Rücken des Pferdes und wärmt sich am Feuer des Herdes. Er sieht den Sprung eines Fisches und winkt mit dem Bein eines Tisches. Die Bratwurst im Mund des Hundes hat fast das Gewicht eines Pfundes. Sie springt vom Rand des Daches ins kalte Wasser des Baches. Man sieht den Beginn eines Kusses am blauen Ufer des Flusses. Lerneinheit 24, Übung 5. Arbeitest du jetzt hier? Guten Tag, ich möchte gerne 2 Uhr abgeben. Hallo Gerd, das ist ja eine Überraschung. Arbeitest du jetzt hier? Ja, ich habe mir eine neue Stelle gesucht. Jetzt bin ich schon seit 4 Monaten hier. Hat dir dein alter Arbeitsplatz denn nicht mehr gefallen? Naja, weißt du, ich habe dort viel zu wenig verdient. Ich konnte mir ja nicht mal ein Auto leisten. Außerdem habe ich mich überhaupt nicht mit dem Chef verstanden. Ja, ich erinnere mich, dass du dich immer über ihn geärgert hast. Und, wie hast du diese Stelle gefunden? Durch eine Anzeige in der Zeitung. Ich habe mich beworben und sie wollten mich sofort einstellen. Da hast du aber Glück gehabt. Ja, das stimmt. Ich verdiene mehr, kann viel selbstständiger arbeiten und die Kollegen sind auch sehr nett. Ich fühle mich hier richtig wohl. Das kann ich mir vorstellen. Mehr kann man sich ja auch eigentlich nicht wünschen. Da hast du recht. So, was kann ich für dich tun? Lerneinheit 25, Übung 1. Ein Diktat. Vor dem Tor der Schule wartet ein Junge auf seine Freundin. Er will ihr bei den Hausaufgaben helfen. Schnell kämmt er sich die Haare. Da sieht er ein blondes Mädchen und winkt. Aber die Schülerin interessiert sich nicht für ihn, weil sie ihn nicht kennt. Endlich kommt seine Freundin und sie gehen zusammen nach Hause. Vor dem Tor der Schule. Wartet ein Junge. Auf seine Freundin. Punkt. Er will ihr bei den Hausaufgaben helfen. Punkt. Schnell kämmt er sich die Haare. Punkt. Da sieht er ein blondes Mädchen und winkt. Punkt.
Aber die Schülerin? Interessiert sich. Nicht für ihn, Komma. Weil sie ihn nicht kennt, Punkt. Endlich kommt seine Freundin. Und sie gehen zusammen nach Hause. Punkt. Augenzwinkern. Alles klar. Hast du dich ordentlich gewaschen? Klar. Hast du dir auch die Zähne geputzt? Klar. Und was macht der Hund hier? Du weißt doch, dass Bernie nicht ins Bad darf. Klar, aber Bernie muss doch auch saubere Zähne haben, sonst bekommt er Zahnschmerzen. Jetzt hör mal, Hunde können sich nicht die Zähne putzen. Klar, deshalb habe ich das ja auch gemacht. Was hast du gemacht? Du hast ihm die Zähne geputzt? Klar. Doch nicht etwa mit deiner Zahnbürste? Natürlich nicht, meine Zahnbürste ist doch viel zu klein. Ich habe Papas Zahnbürste genommen. Was? Das geht doch nicht. Zahnbürste und Zahnpasta sind für Menschen und nicht für Hunde. Klar, deshalb habe ich auch Marmelade genommen. Marmelade? Du hast ihm die Zähne mit Marmelade geputzt? Klar, Marmelade mag er gern und mir schmeckt sie auch viel besser als Zahnpasta.